Ja, hallo liebe Leute, hier ein Kurztutorial, KiCad annotieren. Aufgrund einer Nachfrage habe ich hier ein kurzes Video dazu gemacht. Es gibt unter Umständen massive Probleme, wenn man falsch annotiert. Dazu möchte ich euch Folgendes zeigen. Ich erstelle ein neues Projekt aus einem Template, aus einer Vorlage, und ich nehme hier die Arduino Mega Vorlage, öffne diese, und ich habe hier schon einen Ordner Tutorial 10 angelegt, den wähle ich jetzt hier einfach mal aus und erstelle damit unser Schaltplan oder unser neues Projekt. Und wenn ich jetzt hier in den Schaltplan gehe, habe ich hier den Arduino Mega einmal abgebildet mit seinen gesamten Pins, und ich könnte jetzt hier im linken Teil meine Schaltung erstellen. Irgendwann kommt natürlich die Situation, dass ich meine Bauteile annotiere. Dazu haben wir hier oben dieses Annotationssymbol, und ich klicke dann auf Annotieren, und die gesamte Bauschaltung wird jetzt annotiert, alle Widerstände, Bauteile etc. Wir sehen jetzt hier, beim Arduino Mega war schon annotiert, und jetzt dürft ihr eins auf keinen Fall mehr tun. Wenn ihr einmal annotiert habt, dürft ihr keine Löschen-Annotationen machen. Ich tue das jetzt hier mal beispielhaft. Damit wird die gesamte Annotation gelöscht im Bauplan. Und wir sehen jetzt hier, aus diesem P4 und P7 wird ein P-Fragezeichen. Das ist bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Problem. Aber wenn wir jetzt wieder annotieren drücken, sehen wir, dass jetzt hier plötzlich aus der P4 eine P3 wird. Das heißt, eure gesamten Pins, die jetzt hier eigentlich vorher auf dem Connector P4 lagen, sind jetzt auf dem Connector P3. Damit gibt es dann im DRC-Check plötzlich wieder massive Fehler, und ihr müsstet die gesamte Schaltung neu verdrahten bzw. die Konnektoren umändern. Also an dieser Stelle der Hinweis: bitte niemals die Annotation löschen. Zumindest nicht, wenn ihr euch im Bereich der Templates, der vorgefertigten Templates bewegt. Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim KiCad erstellen.